Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Nuzlocke. Schwert. Pokémon Schwert Nuzlocke. So. Wir haben uns geheilt. Genau. Und wir sind jetzt kurz vor der Stadt des ersten Ordens. Wir müssen nur noch durch diese Höhle. Und hier haben wir jetzt einen Counter, den wir uns aussuchen können. Weil es keine wilde Counter gibt. Keine, also so an sich. Jetzt bin ich am überlegen. Pflegneu. Das wäre nochmal ein Flug-Pokémon, obwohl bei Psycho halt was Schönes wäre. Aber wir nehmen ein Klonkett. Wenn wir schon keine andere Wahl haben, als uns dafür eins auszusuchen, dann suchen wir uns auch ein richtiges aus. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber Schaden ist Schaden. Ja, ist sogar akzeptabel dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Pushyumi wäre jetzt die schlechteste Wahl. Vierfach effektiv. Kann das jetzt groß schon Feuer attacken? Ist die Frage. Ich glaube noch nicht. Ich gehe auf Nummer sicher, ich will es nicht töten. Nicht besiegen. Versehentlich. Steinsattacke, das ist okay. Dann bringen wir es jetzt nochmal ein bisschen runter vom Health. Und das sollte reichen. Mehr können wir sowieso nicht anschwächen. Sehr schön. Also, das ist gut. Perfekt. Aber jetzt ein Klonkett. Leider weiblich. Wie nennen wir sie? Es ist ein Stein-Pokémon, also machen wir ein kleines Wortspiel und nennen sie einfach mal Roxy. Ich mache es jetzt mit X anstatt mit CK, aber ich denke mal, man versteht's. In die PC-Box. Ich glaube, dass hier mit Strepuli gekämpft wird. Du brauchst Erfahrungspunkte. Der gute alte Dirk. Oh, Pieslip. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Wir werden es sicher nicht gewonnen, hittet von der Gesteinsattacke. Und machen massig Schaden. Ah, okay, take it. Ja. Dann ist 10 KP. Vielleicht hätte uns die Gesteinsattacke doch gewonnen. Wenn wir es hochrechnen. Step. Sehr effektiv. Doppelt. Ja, nur eins. Souverän. War hier nicht nochmal was? Ah ja, stimmt. Hier war eine TM. Felswurf. Können wir Felswurf irgendjemandem beibringen? Moment, ich muss jetzt ganz kurz. Dass man lange genug da drauf sein muss, damit er das die Markierung da wegnimmt. Das nein. Nicht triggernd, so. Noch nicht gesehen, Markierungen.
Aber dann heilen wir auch jetzt direkt. Wir könnten auch wieder zurück, aber wir haben eigentlich die Kohle, dass es da jetzt nicht allzu sehr wehtut, da jetzt die Tränke da auszugeben, zu verwenden. Hier sieht das echt schön aus, finde ich. Also die Mine finde ich wirklich hübsch. Nein. Super. Kann ich nicht gebrauchen. Hi. Wer auf Arbeit und ich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Das hängt von Arbeit ab, ne? Strepuli, was habe ich Strepuli? Strepuli war die Weiterentwicklung, ne? Praktibike, stimmt. Ja, ein Superschall. War klar. Ach, wir gehen auf Angriff. Scheiß auf Ultrasch, Superschall. Oh, war ein Crit, okay. Ja. Kampfattacken, ne? Ist, easy. Da, da, da. Da, 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 da. Und Level 15? Na. Oh, noch ein paar Kleber. Dann. Fahren wir dieselbe Strategie hier. Hier ein Crit. Der scheint ein bisschen weniger Spezialverteidigung zu haben. Könnte auch eine Wolle gewesen sein. Ah. Lass ihn plötzlich mit einer Normalattacke kommen und dann ist potenziell Feierabend. Oh. Das sehe ich gern. Heuler weg. Ah, der wird uns nicht one-hitten. Haha. Da kommt die Normalattacke. Ich wusste es. Ich risk es jetzt. Komm, Risky Bisky. Sehr schön. Hätte er meine Verteidigung halbiert, wäre ich auch definitiv rausgegangen. Ich war mir jetzt aber auch sicher, dass unser Hoshiyumi das überleben wird. Crit wäre natürlich jetzt gefährlich gewesen, aber das, den Fakt habe ich einfach mal ignoriert, dass ein Crit kommen könnte. Oh, jawoll! Challenge geschafft. Damit wird das kein Problem. Da haben wir noch jemanden, da haben wir Flick neu. Bin mal gespannt, ob es irgendwo schwierig wird. Ich habe ja jetzt wenigstens die Heil-Item-Regel rausgemacht. Hab's jetzt so geändert, dass ich mein Team nicht, nicht verändern kann. Liegt da. Ja, sollte kein Problem sein. Knarre, haben eine scheiß Verteidigung. Dicta ist nur schnell und hat guten Angriff. Von daher. Rosé ist Level 17. Rotomorph. Rotomorph. Ah, Kratzer. War 7 KP? Oh, 11. Ja gut, hat einen guten Angriff, ne? Stalobor ist auch nicht schlecht. Aber hier in der Mine sind wir mit Hoshiyumi echt gut aufgestellt. Chimsticks, Level 17. Nami, Level 16. Folterknecht. Das war eine Attacke, die darf nicht zweimal eingesetzt werden, ne? Hintereinander. Ja. Könnte das uns nützlich sein? Ah, ja.
Sandwirbel könnte uns nützlicher sein, um da ein bisschen die Chance zu erhöhen, dass wir da überall gut überleben und durchkommen. So, der eine KP, der ist okay. Ha. Emil! Show me what you've got! Klonket, das wird schmerzhaft für dich. Das wird sehr, sehr schmerzhaft für dich. Oh, nicht mal Katapult. Ja, dann. Jetzt könnte ein Katapult noch kommen, oder? Ich weiß nicht. Ah, okay. Hoshiyumi macht das. Level 16. Jetzt wird's langsam. Kommen wir langsam an die Levelgrenze hier. Jetzt kommen wir langsam. Was haben wir denn? 17 ist das höchste, 20 ist die Grenze. Sollte also noch passen. Da vorne haben wir Betis. Leider haben wir mit Rosé noch keine Giftattacken. Wir haben Hoshiyumi. Was hast du für Attacken? Pulverschnee und Erstauner, Geist. Geistsplitter. Hast du noch? Oh, du hast Angriff hoch. Wir könnten versuchen, mit Erstauner erstmal zu gehen. Wir sind noch Typ Eis, das heißt, die Feenattacken haben keine Wirkung. Also sind nicht sehr effektiv. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich generell vertue. Ich habe immer für Nonto noch den Undichttypen im Kopf. Bist du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Ja. Wenn du das meinst. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Hab ich recht oder hab ich recht? Ich bin übrigens Betis. Der pinke Schnösel. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Na okay, wenn du meinst. Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsident. Glückwunsch. Das heißt, ich bin noch tausendmal wichtiger als du. Nein. Falls das gerade so hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Oh ja, bitte. Ich bitte darum. Bitte, bitte, zeig mir, wie gut du bist. Betis. Jetzt wissen wir auch plötzlich den Namen. Die stellen sich dann anscheinend immer vor, direkt am Anfang. Hallo, ich bin Emil, der Minenarbeiter. Lass uns jetzt kämpfen. Halb zu Tode erschreckt. Ich muss der Pokémon ja auch die Gelegenheit geben können, sein Können zu zeigen. Geben. Gelegenheit geben. Schade. Oh. 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 Der kann Notsituation. Nee, Nami darf überhaupt nicht ran. Ah, komm, Schlimmstix macht das. Oh, Gott sei Dank, ey. Er hätte jetzt nochmal Notsituation eingesetzt. Das heilige Scheiße. Heck mit dir. Ehrlich als gedacht, diese scheiß Notsituation. Molimorma. Können wir handeln. Ist Gott sei Dank ja noch ein Baby-Pokémon, wenn man so will. Also, ist kein Baby-Pokémon, aber Verteidigung sieht. Ach, du greifst doch eh nur speziell an, oder nicht?
Wie kann das zweimal daneben gehen? Der wird doch jetzt noch nicht Psychoschock können. Das wenig Schaden. Ja, ich will nichts riskieren. Ich habe jetzt eine mehr als halbierte Verteidigung. Worauf ich jetzt gehen würde, wäre Clownwetzer. Der kann meine Verteidigung halbieren, aber wir sind schnell. Dann hole ich mir jetzt nämlich einen schönen Attack Boost, damit ich damit Überheblichkeit die beiden nächsten Pokémon einfach wegmachen kann. Das ist so der grobe Plan. Ja, mehr riskiere ich nicht. Ich gehe direkt auf den Angriff jetzt. Doppelter Angriff. What? Oh, das reicht aber trotzdem aus, oder? Ja, okay. Aber was habe ich mir dabei gedacht? Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Okay. Fushiyomi. Ah, nein! Gifttyp. Ich hab den Gifttypen vergessen. Wir sehen, es ist eine ganz beschissene Situation. Es kann doch keine Feenattacken, oder? Mogehieb. Das ist nicht viel. Katsuya. Komm, Nami. Oh, scheiße. Ah, nein, Nami. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wir überleben das. Okay. Komm. Vier. Fünf. Oh mein Gott, Nami. Ja. Wenn jetzt kein Crit ist. Oh, Kratzhöhe ist aber unpräzise. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte Kratzer einsetzen können, aber... Heilige Scheiße. Der Wechsel, der Switch zu Knospi war dumm, aber... Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Du hast mir mehr Probleme gemacht, als ich dachte. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir sehen, einen offiziellen Kampf begeben, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Haust rein. Oh Gott. Der hat uns, Puh. Ja, mit Chimps erkennt man potenziell noch was, aber das ist halt... Ich habe nicht mit sowas gerechnet. Ich dachte, wir kommen hier easy durch den Kampf durch. Ja, danke. Das brauche ich. Definitiv.
Oh, Nami hat da echt gerettet. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Nami hat das gut rausgerissen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie zwei Feenattacken tanken kann. Aber... Oh, okay, Mautzinger. Da ist dann Nami etwas unangebracht. Aber die paar KP Schaden nehme ich trotzdem mit. Und dann können wir zu Bingo wechseln. Wir haben leider kein Feuer-Pokémon. Oder Kampf. Oder Boden. Ja, Mauzi ist nicht Mautzinger. Ich habe schon Mautzinger gesagt, ne? Ja. Das ist moderater Schaden. Kann man machen. Ja, Heuland ist zu wenig. Mach ich weiter so. Haben wir auch keinen Ärger, kein Problem. Oh, du heilst, ehrlich? Oh, ich habe mein Handy noch auf laut. Oh, Samurzel. Ja, Samurzel, das kriegen wir hin. Oh, ich habe zu schnell geklickt. Dafür ist nichts Effektives, aber trotzdem guter Schaden. Kann man machen. Ist jetzt besiegt. Aber da auch nicht. Ich glaube, der überlebt mit einem KP, oder? Nee. Nee. Sollte perfekt ausreichen. Okay, ist egal. Entwickelt er sich nicht auf Level 18? Unser Karasu noch? Smacko sollte nichts können, was uns jetzt stark Schaden macht. Ah, nervig. Nervig, auf jeden Fall. Komm, Mushiumi. Sehr schön. Und wir machen das noch ein drittes Mal. Schaff's. Komm. Ah. Verwirrung, so nervig einfach nur. Ja, 10 KP. 11, okay. Oh, perfekt. Reicht auch, oder? Perfekt. Level 18, Level 17, Level 18. Oh, Level 17, das war ein guter Trainer für Erfahrungspunkte. Karasuno? Jawohl! Kranowitz! Es weiß, Objekte geschickt einzusetzen. So greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Smart. Aber keine Attacke, das ist schade. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, ein neues Pokémon zu fangen. Das ist da was Gutes. Ich hätte Interesse eigentlich an einem Mauzi. Mauzi wäre nicht schlecht. Stahl-Pokémon. Oh. Ah, na Mauzi, ich hab's nie mal gesehen. Also das war wieder random. Weil ich hab ihn nicht gesehen. Ne? Wieder anschwächen.
Dann können wir ja wieder mit Hoshiyumi. Ins Lowlife bringen. Ist es ein männliches? Das ist ein weibliches. Schade. Aber das ist egal. Weil, wenn mich SpongeBob 1 gelehrt hat, dann, dass alle Wikinger einen Namen haben. Und deshalb ist das hier okay, dass ich hier schon mir einen Namen ausgesucht habe. Perfekt. Man wird ja sicherlich wissen, dass es an einem Wikinger angelehnt ist. Deshalb, Mauzi. Dank SpongeBob kommst du jetzt auf den PC, Olaf. Habe ich KP verloren? Nö. Hoshiyumi ein bisschen, aber es ist okay. Komm her, Pikachu. Dann machen wir natürlich wieder unseren typischen Mogelhieb. Ah, Statik. Ich brauch's nicht riskieren. Das wäre alles nur dumm. Das wäre dumm, das wäre dumm. Ach, ja. Rasierblatt. Wird genug Schaden machen. Oh, Crit sogar. Na, perfekt. Mega, mega. Tut mir leid. Hatten wir eine Amirena-Beere? Ja. Perfekt. Perfekt. Einfach perfekt. Oh. Fritzeblitz. Nein. Fritzeblitz. Fritzeblitz. Wo kam das denn jetzt her? Das habe ich gar nicht gesehen. Zu sehr auf andere Dinge geachtet. Da. Von hier. Ah, Energiestaub. Haben wir was Schönes? Ah, okay. Werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Aber gratis Sachen. Durch die, über die Mauer? Ja, gut. Du setzt Mauzi ein, oder? Ja, kurz auf jetzt. Du wirst hier Statik haben und mich paralysieren. Ich sehe es doch. Ah, alles klar. Einmal berühren, dann kann man nochmal berühren. Das ist so ein Gimmick jetzt für dich, Nami, ha? Erstmal mit zwei Treffern anfangen. Komm. Komm. Ach komm. Jetzt kommt so die sadistische Ader durch bei Nami hier. Möglichst nochmal erst nah an den K.O.-Status bringen und dann. Oh, Spielverderber. Ah, da geht wieder ein Kratzuri. Kratzer reicht nicht aus. Kratzuri kann ausreichen. Tut es auch.
Und Wurzeln. Boah. Sollte es eigentlich nicht so viel entgegensetzen können. Oh, jetzt ist er im Fahrt hier. Und weniger Schaden, als man denken könnte. Rafnami, sehr gut. Und? Ach, kein Level. Und er sagt, er züchtet Pokémon seit 50 Jahren. Wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs und haben bessere Pokémon. Spitzenschnabel könnten wir eigentlich geben für den Arena-Kampf. Hätte ich heilen sollen? Na, das geht noch. Ey, boy! Typischer Mogelhieb. Katsuya. Geht daneben. Guten Schlag. Du wirst keine so gute Attacke können, dass ich jetzt K.O. bin. Ich werde aber gut was verlieren, ja. 13 KP. Das ist... Fängt wieder mit 2 an, ne? Ich würde dich ja gerne ein bisschen öfter einsetzen, aber du bist hier gerade einfach nicht so... Ach komm. Machen wir ein bisschen Pulverschnee und dann geht das schon. Das war ganz schön viel Schaden. Ja, okay. Nach der Runde wechseln wir auch wieder aus. Also nach denen. Und jetzt hier. Oh! Ja! Können wir mir auch Reisschüler gehen, das habe ich gerade komplett verpeilt. Jawohl! Level 18 für Nami! Wie sie sich freut. Nee, nee. Ich gehe jetzt hier nochmal runter. Das wird kein Problem sein. Und dann heilen wir uns nochmal kurz. Und dann machen wir den nächsten Part weiter. Und dann kommen wir auch zur Arena da hinten. Jetzt erstmal heilen. Dann müssen wir jetzt keine Items verschwenden. So, das war der Part für heute. Es ging zügig. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Das gegen Bettis war schwieriger als erwartet. Wir hätten beinahe ein Pokémon verloren. Vielleicht sogar mehrere. Aber wir haben es noch hingekriegt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Tschö, mit dir.